Rockstar Games hat ihn endlich zurückgebracht, den Nummernschild-Editor. Das bedeutet, du kannst deine eigenen Nummernschilder in GTA Online gestalten, sowohl die Farbe, aber auch eben die verschiedenen Zeichen, die drauf sein sollen. Im heutigen Video erkläre ich dir, wie das Ganze geht. Insofern bleib auf jeden Fall am Start. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie schon angekündigt, heute Morgen im Eventwochenvideo geht es jetzt nochmal darum, wie Rockstar Games den Nummernschild-Editor in GTA Online reingebracht hat. Damit das Ganze geht, ganz einfach einmal auf den Link in der Beschreibung klicken, denn das Ganze ist eben nicht im Spiel integriert und auch nicht in der App, so wie es damals mit der iFood-App der Fall war. Nein, diesmal ist es eine Web-Anwendung. Das bedeutet, ihr klickt einfach auf den Link in der Beschreibung, dann kommt ihr zur Webseite vom Rockstar Social Club. Das Ganze funktioniert sowohl am PC als auch auf mobilen Geräten und dort müsst ihr euch dann einfach einmal anmelden. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr die Möglichkeit auf der linken Seite erstmal auszuwählen, welche Farbe ihr haben wollt als Nummernschild und könnt dann rechts euren Text eingeben. Außerdem habt ihr unten rechts noch die Möglichkeit, die Ansicht zu ändern von Nummernschild auf Fahrzeugpreview. Das heißt, ihr könnt euch schon mal anschauen, wie das Ganze ungefähr auf einem Auto aussehen würde. Jetzt noch schnell eure Bestellung bestätigen und schon könnt ihr in GTA reingehen und euch euer Nummernschild im LS Customs abholen. Also das Wichtigste eigentlich ist hier nur euer Social Club Account bzw. der Link zu dem Nummernschild-Editor. Den Rest, der ist, glaube ich, einfach selbsterklärend, da braucht man nicht viel erklären. Also einfach mal editieren und dann entsprechend reingehen. Was hast du dir schon für lustige Nummernschilder überlegt und welche hast du dir gemacht? Schreib es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, beziehungsweise schickt mir gerne mal Bilder auf Instagram. Ich bin echt gespannt, was ihr euch da habt einfallen lassen und die besten packe ich wahrscheinlich auch in meine Story oder ich mache mal ein eigenes Video, wo ich die lustigsten Nummernschild-Ideen sozusagen vorstelle. Insofern, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.